Was geht ab, Manosi Fighter, Oser hier. Und willkommen zu einem weiteren Banner-Preview, nämlich diesmal um das Banner von Tapion. Denn das Double-Rate-Banner rund um Tapion kommt ja morgen bereits, morgen um 8:30 Uhr, 25. Mai, im globalen Dokkan Battle. Im Preview selbst nehmen wir aber Bezug darauf, wie das Banner im japanischen Dokkan Battle aussah. Heißt, es könnte sich vielleicht ein bisschen verändern, das Banner selbst. Aber vom Grundprinzip her sollte es eigentlich gleich sein. Nämlich, das Grundprinzip in dem Fall ist, es ist ein Double Rate Banner. Was heißt das? Double Rate Banner heißt, die SSR Drop Rate wurde in diesem Banner verdoppelt. Heißt, normalerweise, beziehungsweise das mal kurz sagen, bevor ich weitermache, wir werden uns gleich auch die wichtigen Charaktere, die neuen Charaktere, die hinzukommen, in detaillierter anschauen. Und dann werde ich euch natürlich auch Tipps und beziehungsweise Ratschläge geben, ob man das sammeln sollte oder nicht. Also, anyways, wie gesagt, ist ein Double Rate Banner. Double Rate Banner heißt, normalerweise haben wir quasi bei einem Banner selbst, das ein SSR droppt, ist die Rate 10%, in dem Double Rate dann logischerweise mal 2, 20%. Und das sehen wir hier auch. Nämlich hier steht bei der Rate dran, by the way, Shoutout an DBZ Space, wir sind auf der Seite von DBZ Space, 20% Drop Rate für ein SSR. Okay, dann wird das aufgeteilt. Wir haben Featured, gefeaturete SSR sind 10 Stück in dem Banner, da teilt man 10% für sie auf, also die Hälfte von 20, und 135 SSR-Charaktere sind nicht gefeatured und die, beziehungsweise auf die teilt man dann eben die anderen 10% auf. So wird das quasi aufgeteilt mit den Prozenten. Heißt, wir haben ja overall 145 SSR, 10 sind gefeatured, 135 sind nicht gefeatured. Double Rate Banner erstmal an sich, bevor wir uns gucken, was ist überhaupt mit dem Charakterpool. Wer sollte in einem Double Rate Banner summon? Double Rate Banner sind, im Double Rate Banner selbst, ich sag's mal so, sind alle Charaktere, alle SSR, außer Dokkan-Exklusive. Heißt, die ganzen Leader, die guten Karten sind nicht mit dabei in diesem Double-Rate-Banner. Normalerweise ist so ein Double-Rate-Banner eben in der Hinsicht so knackig oder geschmackvoll, wenn ich das sagen darf, dass eben die Rates erhöht wurden. Also, ihr werdet auf jeden Fall gut SSR ziehen. Die Sache ist, es sind keine Dokkan-exklusiven SSR, es sind aber alle anderen SSR, also auch LR. Auch LR-Charaktere sind in diesem Banner jedoch nicht gefeatured. Okay, das müsst ihr erstmal so merken. Heißt erstmal so, bevor wir weitermachen. Behaltet im Hinterkopf, das ist kein Banner, wo man eigentlich summonen muss. Wenn ihr Free-to-Play seid, eure Stones sparen wollt, auf bessere, auf Dokkan-Festival-Banner, wo Dokkan-exklusive Charaktere drinnen sind, wo die guten Charaktere sind, wie beispielsweise momentan Ultra NC Goku und so weiter und so fort, dann spart lieber auf die Banner. Auf was könnt ihr demnächst sparen? Wir wissen, nach Tapion kommt am 4. Juni Super Saiyan 3 Bardock. Das ist ein Dokkan-Festbanner. Und danach, zum 3-jährigen Jubiläum, würde ich eigentlich eher raten, darauf zu sparen, kommt LR Vegito und Gogeta. Deswegen, für alle Free-to-Play-Spieler, eigentlich, im Endeffekt liegt es wirklich an euch, wo ihr summont. Ich gebe euch nur Ratschläge, beziehungsweise wir aus der Community, und sagen, was man aus dem Banner rausholen kann. Aber eigentlich würde ich quasi vor allem den Free-to-Play-Spielern davon abraten, hier zu summonen. Wer sollte hier summonen? Alle anderen, die LRs wollen. Ja? Aus dem Banner zieht ihr zwar auch SSR, aber die werdet ihr mehr oder weniger kaum gebrauchen, wenn ihr schon fortgeschritten seid, wenn ihr schon viele Charaktere habt. Die SSR in diesem Banner sind wirklich nur Charaktere, falls euch in einem Team ein oder zwei Slots fehlen. Oder bei der LR Vegito Blue, wenn euch da Charaktere fehlen, gibt es hier natürlich ein paar SSR, die fürs Battle bekommen, aber auf gut Glück müsst ihr die dann ziehen natürlich. Heißt, in erster Hinsicht dreht sich wirklich dieser Banner darum, LR zu ziehen. Und da sind auch alle LR-Charaktere drinnen, nicht gefeatured aber. Und da wird dann auch kommen, ihr seht es schon, Bojack und so. Mit diesem Banner wird dann auch LR Super Saiyan 3 Goku kommen. Der wird neu hinzukommen mit dem Banner, mit dem Release dieses Banner. Wir schauen uns so. Ah, hier ist der Dude. So sieht er aus, als SSR, wenn er droppt. Aber wir werden uns gleich detaillierter ansehen. Und gefeatured sind in dem Banner Tapion. Es sind zwei Tapion, wir werden uns gleich näher anbetrachten, was diese Tapion können. Aber eines ist im Prinzip ein Leader. Und ja, bevor ich es vergesse, Tapion bekommt zwar ein Dokkan-Event, dennoch ist Tapion nicht Dokkan-exklusiv. Heißt, Tapion wird in jedem anderen zukünftigen Banner drinnen sein, nicht gefeatured jedoch. Tapion bekommt zwar ein Dokkan-Event, ist aber nicht exklusiv. Ich habe es nochmal wiederholt, weil ein anderer Charakter ist zum Beispiel Masked Saiyan. Und Masked Saiyan ist auch in jedem anderen Banner. Dokkan-exklusiv, was heißt überhaupt Dokkan-exklusiv? Für alle, die damit nichts anfangen können. Dokkan-exklusiv heißt, diese Charaktere sind exklusiv nur in Dokkan-Festival-Banner, weil das quasi so die Hauptunits sind, die Leader sind, die guten. Guten will ich nicht sagen, aber die Leader sind quasi, mehr oder weniger. Die Dokkan-exklusiven Charaktere, die immer mit einem Dokkan-Event kommen. Wie beispielsweise momentan Ultra Instinct Goku.
Anyways, ja gut, wir müssen auf die einzelnen Charaktere hier nicht eingehen eigentlich. Tapion werden wir uns hier näher betrachten, was der drauf hat, weil er wird neu kommen und LR Super Saiyan 3 Goku. Aber wie gesagt, Double Red Banner eigentlich nur für die, die LR jagen wollen. Ganz klar. Ihr könnt natürlich euer Glück versuchen. Im Endeffekt ist euch überlassen, wo ihr es sammelt. Aber da habt ihr die Informationen zum Double Red Banner, was dieser Banner ist, was er mitbringt, welche Charaktere gefeatured waren, haben wir gerade gesehen. Wir haben nicht alle detailliert angesehen. Wir werden uns nur die neuen ansehen, weil die anderen, wenn die da zieht, ist nice, aber muss nicht unbedingt sein. Und Hauptfunktion von diesem Banner ist dann, dass quasi LR drin sind. By the way, LR. Im globalen Dokkan Battle ist jetzt halt das Geile, dass GSSR eingeführt wurde und eigentlich sollte das so bleiben. Wir haben zwar nicht die offizielle Meldung im Spiel selbst, dass es jetzt jeder Banner GSSR ist, aber für mich heißt das, wenn ein Dokkan Festival Banner GSSR wurde, wie der von Ultra Instinct Goku, dann heißt das für mich, das wurde eingeführt. Weil normalerweise sind Dokkan Festival Banner nie im Leben GSSR und nach der Einführung erst wurde das. Heißt im Umkehrschluss, Double Red Banner GSSR, der letzte Charakter ist garantiert ein SSR und der ist zu 95% nicht gefeatured. Und da sind LR-Charaktere, die sind nicht gefeatured. Und das ist eben dann das. Könnte. Ich will nicht sagen, zwingend, dass es so sein wird, aber könnte, weil es sind immer noch Raids. Und das könnte eben für viele natürlich, ich wünsche es, aber für viele quasi dann bedeuten, boom, die LR quasi, dass man hier aus so Bannern jetzt in Zukunft LR zieht, wegen dem GSSR-System. Sieht sehr gut aus, Leute. Will ich euch nichts verzählen, aber ihr müsst natürlich Glück dennoch haben. Also, ihr müsst da schon mit gewissen Stones reingehen. Deswegen rate ich zu den Free-to-Play-Spielen eigentlich davon ab und die, die da einzahlen, quasi Stones sich holen. Es ist wirklich eine so gut, sehr gute Chance, hier zu sammeln. Wir werden beide bei auch sammeln. Wir werden beide bei auch sammeln. Haltet die Augen offen. Anyways, der neue Tapion. Der Agility-Tapion ist quasi der Haupt-Tapion. Denn dieser Tapion, natürlich kann man den anderen auch erwecken vom Dokkan fest, aber dieser Tapion ist quasi der Leader. Wenn Tapion kommt, er ist von Super gezeigt, ist er der Leader von der Giant Form Kategorie. Heißt, jeder Charakter, der in den Giant Form gehen kann und auch Osarus, darauf freue ich mich auf jeden Fall, bekommt von ihm Ki plus 3 auf HP at irgendeinem 150% und erhöht die Chance, dass die Charaktere sich während des Spiels, während des Kampfes verwandeln können, nochmal zusätzlich um 1 für jeden Verbündeten im Team. Heißt, wenn sich zum Beispiel ein Great Ape nur einmal verwandelt pro Kampf, hat jetzt die Chance durch den Lisker sich zweimal zu verwandeln. Genau, Tapion selbst macht immens Damage und verhindert den Angriff. Tapion, seine Passive ist, er bekommt, er hat eine Damage Reduction von minus 50%, heißt, jeden Schaden, den er bekommt, wird um 50% verringert. Das ist schon mal sehr gut, das spricht für ihn. Der Damage Reduction ist sehr, sehr cool. Und dann wird's richtig geil. Er bekommt 150% auf seinen Angriff und auf die Verteidigung weitere 50%, wenn sein HP, wenn sein Leben unter 50% fällt, also 50% oder runterkommt. Hat er immer dann, wenn man unter 50% ist, hat er immer zusätzlich 150% Angriff und Verteidigung 50%. Einmalig jedoch, wenn das einmalig passiert im Kampf, einmalig, also einmal kann das passieren, dann aktiviert sich nämlich Folgendes. Dann bricht er das Siegel, das Majin-Siegel, das Dämonensiegel und verwandelt sich zu Hildegard. Werden wir uns gleich betrachten, aber aus vorweg, Tapion ist vom Super-Type, wenn er zu Hildegard wird, wird er jedoch vom Extreme-Type, könnt ihr euch merken. Genau, links ist ein Brainiacs Hero, Experience Fighters, Revival, Transform, Rival, Duo, Fierce Battle. Er ist in der Kategorie Giant Form, Resurrect Warriors, Movie Bosses. Tapion würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich habe das Glück gehabt, in JP gezogen, da oft gespielt. Er ist wirklich sehr gut, sehr gut. In einem Super Guild Team, in Heroes Team, in seinem eigenen Team auch eigentlich. Wir haben in seinem eigenen Team haben wir Extreme Sea Battle die höheren Events geschafft. Das war wirklich sehr, sehr cool. Tapion sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich freue mich, wenn er kommt. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute und solide Unit. Und wie gesagt, wenn er sich verwandelt, wird er zu Hildegard. Das ist dann quasi wie wenn jemand, wenn er zu, wenn quasi ein Great Ape wird. Ja, er bleibt in der Giant-Transformation, bekommt für 2 Runden, maximal kann noch eine Runde draufkommen, aber 2 Runden immer fix ist er in der Form und dodgt dort zum einen jeden Angriff. Er bekommt keinen, also er bekommt so gesehen keinen Schaden, hat 40.000 Attack und ja, Max, wenn wir hier in Protection sind, sind das 50.000. Aber wenn er eine Ulti macht, erhöht er seinen Angriff stark und macht Destructive Damage für beziehungsweise gegen den Gegner. Genau, also das ist so quasi die Transformationsmechanik der Giant Apes. Deswegen ist auch der Giant Kategorie Leader und das freut mich auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall Tapion sehr, sehr cool. Ich würde ihn gerne summon, so ist es nicht. Wir werden auch auf jeden Fall summon. Aber da kommt noch ein zweiter Tapion hinzu und dieser Tapion ist vom Tech-Type. Dieser Tapion ist auch im Banner, haben wir gesehen, gefeatured, dann ist er natürlich auf jeden Fall. By the way, kann man beide dann erwecken mit den Tapion-Medaillen, die kommen werden. Für ihn braucht man 77 für den Agility. Deswegen meinte ich, er ist der Leader, hier steht's dran. Ah, jetzt seht ihr, sorry, 77. Und der andere Tapion, für ihn braucht man, wenn mich nicht alles täuscht,
35, richtig, das meine ich damit, dass er quasi der Haupt ist. Und ja, Tarpion wird mit dem Story-Event eine farmbare Esse haben, heißt, im Story-Event selbst wird ein Tarpion droppen und ihn könnt ihr benutzen, um die Esse von Tarpion zu erhöhen. By the way, auch von diesem Tarpion, weil wenn er. Beziehungsweise, nee, von diesem Tarpion leider nicht, denn der droppt direkt als Tarpion in Klammern Hildegard und der Free-to-Play-Tarpion, der heißt nur Tarpion und deswegen gibt er nur diesen Tarpion eine Boost auf die Esse. War vielleicht viel Tarpion, aber der Hauptunterschied ist, dass sie nicht gleich heißen. Deswegen gibt er keinen Boost auf die Esse. Anyways, schauen wir uns mal diesen Tarpion an. Er gibt Tech-Type-Charakteren Ki plus 3 und. Wow. Achso, Moment. Er gibt Tech-Type-Charakteren Ki plus 3 und Super-Tech-Charakteren auf jedem Attribut 70%. Heißt, wenn ihr in eurem Tech-Team, wenn ihr in eurem Team. Sagen wir ein Tech-Team ab quasi. Und nicht jeder Charakter ist Z-Awaked. Heißt nicht jeder Charakter ist vom Super-Tech. Dann bekommt diese Charaktere bekommen dann nur Ki plus 3 und nicht den Attribut-Boost. Das müsst ihr euch merken, weil Super-Tech-Charaktere bekommen ihn nur. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied, meine Freunde. So, Supreme Damage macht dieser Dude um verringert Angriff des Gegners. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Hat eine Medium-Chance, kritischen Treffer zu landen. Sehr, sehr cool. By the way, kann das Ella-Chunks auch. Und woran liegt das? Einem Schwert. Das ist ja quasi das Schwert, was Ella Trunks hat. Und ich finde das cool. Ich finde das insane, ihr nicht? Dass quasi wegen dem Schwert sie eine Crit-Chance haben. Quasi, wie gesagt. Quasi, ja, mehr oder weniger. Aber ich finde es quasi cool. Und zum einen tut er dann Strength Key in Rainbow Key umändern. Hero Experience Fighters Courage Revival Brainiacs Rival Duo Fierce Battle Resect Warrior ist er in der Kategorie. Dieser Typ sollte man auch nicht unterschätzen. Wirklich sehr solide Attack und hat 80% Crit-Chance. Nuken. Ey, was heißt Nuken? Orb-Changer. Er kann Orb-Changen zu Rainbow Orbs. Er quasi sorgt für sich selbst, so wie das auch über die ganze Zeit gemacht hat. Genau. Dann, meine Freunde, dann. Das ist quasi der Dude, worauf wahrscheinlich viele warten und hoffen werden, ihn zu ziehen. Ich hoffe es für euch natürlich auch. LR Super Saiyan 3 Goku wird kommen. Was kann LR Super Saiyan 3 Goku? Max Level 150 ganz klar ist ein LR. Super Tech LR. Er gibt den Super Tech Charakter Ki plus 4 auf jeden Attribut 100%. Und den Extreme Tech Charakter Ki plus 2 auf HP und F 70%. Er hat zwei Ultis. Die erste Ulti macht Colossal Damage mit einer Rare Chance to Stun. Die zweite macht Mega Colossal Damage und verringert die Verteidigung des Gegners sehr, sehr stark. Seine Passive. Er bekommt immer so 120% Verteidigung. Hatte immer. Er ist tanky. Aber dann bekommt er 180% auf seinen Angriff minus 70% Verteidigung, wenn er seine Ultra Super Attack macht, nämlich die Dragon Fist. Und darauf haben sie ihn ausgelegt. Mit dem Dude will man immer die Ultra Super Attack machen. Dann macht er sein vollen Potenzial. Dann macht er seinen ganzen Schaden, den vollen Schaden. By the way, wenn auch Bardock kommt, wird er der Dude, der harte Hitter sein, der im Spiel ist mit unter Bardock seinem Super Saiyan 3 Kategorie Leader. Super Saiyan Experience Fighters Kamehameha Over in a Flash Limit Breaking Form Shattering Limit Legendary Power. Er ist wie gesagt in der Kategorie Super Saiyan 3, kommt zu uns doch Juni. Pure Saiyan kommt dann später noch, Zeitraum August, wenn sich vorgezogen wird. Aber genau, anyways, da habt ihr es, das ist der Goku, by the way, wir können uns gerne mal angucken. Und zwar, so droppt dieser Goku, es ist ein Base Form Goku, heißt, jeder andere Goku gibt diesem Dude einen SA Boost und wir haben einen Base Form Goku, den wir farmen können, momentan auch. Der beste darunter ist der Goku, der zum Ultra Instinct Goku wird. Ihr tut ihn natürlich nicht erwecken, denn dann wird er zum Ultra Instinct Goku. Ihr lässt ihn so, wie er ist, bringt ihn auf SSR. Dann gibt er 50% Chance, die SA zu erhöhen für diesen SSR Goku. Dann quasi für jeden anderen SSR Base vom Goku, damit ihr das wisst quasi und da schon den Dude hier farmen wollt an der Stelle. Anyways, wie gesagt, kurz zusammengefasst, Double Raid Banner kommt raus, eigentlich hauptsächlich ein LR Banner, ja, es liegt an euch, ob ihr es haben solltet, eigentlich rate ich vor allem bei den Free-to-Play-Dudes davon ab, ihr könnt dennoch ein, zwei Mutis machen, liegt an euch, ja, wie gesagt, aber behaltet im Hinterkopf, Super Saiyan 3 Bardock kommt noch Juni und zum dreijährigen Jubiläum, Zeitraum Juli dann LR Vegito und Gogeta, heißt, wenn ihr die Stones sparen wollt, dann spart sie darauf, alle anderen wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück in dem Double Raid Banner, ich hoffe, ihr zieht da wirklich den ein oder anderen LR, vor allem mit dem GSSR-System, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.